Swiss Crypto Jay, dein YouTube-Channel rund um das Thema Krypto und Vermögen. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Krypto-Family. Heute ein ganz, ganz besonderes Format. Mein lieber Kollege Basti, BTC Moneymaker, ist mit mir im Interview. Da freue ich mich extrem und ist natürlich auch eine Ehre für mich. Ja, lieber Basti, willst du dich ganz kurz vorstellen für die Community? Sollte es wirklich jemand geben, der dich noch nicht kennt, dann stell dich doch ganz kurz mal vor. Ja, dann vielen lieben Dank auf jeden Fall für die Einladung. Ja, wird auf jeden Fall ein ganz cooler und gemütlicher Talk, denke ich mal, was wir dann heute hier machen. Ja, wie gesagt, definitiv. Ich bin der Basti. Ja, definitiv, genau. Ich bin der Basti, bin 29, habe auch meinen eigenen YouTube-Channel BTC Moneymaker, so wie du es schon gerade eben gesagt hast. Bin seit 1. Januar eigentlich, habe ich mit dem ganzen Channel und so weiter gestartet. Bin auch selbstständiger Trader. Und bin halt auch in dieser Krypto-Szene schon seit längerem jetzt dann aktiv. Ja. Und ja, wir haben uns ja dann auch kennengelernt. Man hat sich dann mal ein bisschen geschrieben, ein bisschen ausgetauscht, ein paar Infos ausgetauscht über Telegram. Und dann haben wir einfach dann auch heute gesagt, hey, warum nicht einfach jetzt mal was zusammen machen, was zusammen starten. Da wird wahrscheinlich in der Zukunft auch ein bisschen jetzt dann mehr wahrscheinlich von uns kommen. Ja, da könnt ihr auch gespannt sein, was da dann von uns zwei dann kommt. Weil wir halt auch so festgestellt haben, dass unsere beiden Communities eigentlich sehr gut harmonieren und wir eigentlich dieselben Member eigentlich auch bei uns auf dem Channel haben. Ja, und deshalb freue ich mich. Wird heute ein ganz cooler Talk werden. Und danke für die Einladung auf jeden Fall schon mal. Gell? Ja, super. Ja, du hast es ja richtig gesagt. Wir haben praktisch eine gleiche Community. Hat auch einen Grund. Wir beide sind keine Moonboys, dass man das gleich mal vorab nimmt. Ja. Also überhaupt nicht. Ist nicht die, die euch da Lamborghini und der goldene Mond versprechen, sondern eher konservativ, dafür Nachhaltigkeit. Ja. Das kann man sagen, wir sind seriös. Ja. Das darf man wirklich so sagen. Genau, ja, das ist auch wirklich ein ganz wichtiger Punkt, ja, dass man halt wirklich auch seriös das Ganze angeht, egal ob es hoch oder runter geht, ja, dass man keine Emotionen zeigt. Und genau. Das versuchen wir euch halt, so gut es geht, zu übermitteln. Ja, mit nicht unserem immer Know-how. Ganz einfach, genau. Aber ja, wir geben niemals auf. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Genau. Ja, Basti, jetzt haben natürlich die Leute einige Fragen auch an dich. Und ich bin gerne mal bereit, als Sprachrohr zu agieren. Currywurst oder Bratwurst? Bratwurst, definitiv. Okay. Ich komme aus Bayreuth, aus Oberfranken. Da hat man schöne Bratwürste. Ja, das ist auch so ein Punkt, wo ich dann sage, wow, jetzt mal wieder so eine schöne Bratwurst wäre schon was Feines. Ja. Anstelle aber auf jeden Chicken. Fall Bratwurst. Ja, ja genau, definitiv. Definitiv. Was wäre es für eine Bratwurst? Weiße, also eine Kalbsbratwurst oder eine Schweinsbratwurst? Ja. Komplett weiß. Komplett weiß. Schöne Weiße, ja, geil, klar. Geil. Schöne Kalb, perfekt. Ja. Also, dann schön ins Brötchen rein, schön viel Senf drauf. Genau mein Ding. Also wenn du dann mal einen Zwischenstopp in der Schweiz machst, gibst mir Bescheid, dann machen wir zusammen hier im Sommer zu Hause, dann machen wir eine richtig geile Bratwurst. St. Galler Bratwurst, ja, sind sehr beliebt bei uns, eine große Katze. Ja, dann feuerfrei. Ich nehme dich beim Wort. Ja, 100%, Einladung steht. Ja, jetzt super. Für die Leute natürlich, du hast es schon vorab gesagt, du bist 29 Jahre jung, ja, alt darf man ja fast nicht sagen, ja, das wäre ja fast beleidigend. wie ist es so gerade? Also wo stammst du jetzt genau aktuell aus Deutschland? Du hast es vorher gesagt. Genau, also ich komme ja ursprünglich aus in Oberfranken, ja, also Richtung Bayreuth da in der Gegend, bin dann ja nach Stuttgart gezogen. 2000er war das in dieser Phase, ja, und war dann seit 2000 komplett in Stuttgart, habe dann meine Ausbildung gemacht, ja, also ich kam wirklich, habe dann auch ganz normal gearbeitet für einen Automobilhersteller und ja, war dann im Projektmanagement tätig und habe dann halt da so halt das Krypto-Universe, nenne ich es jetzt einfach mal, ja, und halt die ganze Krypto-Welt für mich entdeckt, ja, und habe das mir dann halt Step by Step nebenher dann aufgebaut, ja. Seit wann bist du denn im Kryptomarkt?
Im Kryptomarkt bin ich jetzt seit circa zweieinhalb Jahren circa im Krypto. Ja, man hat sich natürlich davor auch schon informiert, ja, keine Frage, aber richtig investiert und richtig mit dem Trading und so weiter ist circa seit zweieinhalb Jahren. Davor habe ich sehr viel Forex getradet, hatte da auch schlechte Erfahrungen gemacht. Ja, viele Leute wissen es wahrscheinlich dann auch von meiner Community, aber ich habe dann auch da wirklich sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Habe großes Lehrgeld bezahlt. Ja, im Forex-Markt und wer nicht, genau. Also das gehört irgendwie zu einem erfolgreichen Trader, gehört das immer wieder dazu oder zumindest einmal dazu, ja, dass man dann sowas erlebt und ja, halt Mund abgewischt und weitergemacht, ja, klar. Aber man muss auch dazu sagen, ich war dann wirklich so 2 Monate ging bei mir dann gar nichts, ja. Also da habe ich dann Kopf frei kriegen, weil das war damals wirklich sehr, sehr viel Geld für mich, frisch aus der Azubi-Zeit raus und ja, war nicht so toll. Ja, waren hast schlaflose Nächte. Hast du dich richtig geärgert? Also weißt du, über dich selbst oder war es? Ja, natürlich über mich selbst, weil ich einfach auf diesem Level dann oben geschwebt war. Es waren, das kennst du wahrscheinlich auch, 3-4 Trades. Ja, Anfangszeiten, 3-4 Trades sind super gelaufen. Absolut Gott. Du hast, ja genau, du bist der King, ja. Und innerhalb von 2 Tagen war das Konto komplett platt, ja. Mit Euro, US-Dollar getradet, dann war ich in Signalgruppen drin, wie man es kennt, ja, da irgendwie was dann mitgenommen, aber innerhalb von 2 Tagen war das Konto platt, ja, und das war dann nicht so feierlich. Ja, war bei mir ähnlich, ich hatte mit Öl damals, ja, ich hatte da einen guten Trade gemacht, war so plus minus 8.000, war ich da richtig im Gewinn. Und da habe ich mich richtig, ich bin raus mit breiten Schultern und habe gesagt, so, hey, was, ich muss nicht mehr arbeiten, ich kann ja traden. Hochmut kommt vor dem Fall. Ja. Jetzt an meine Community, ganz ich habe genau. Das Sprichwort wieder richtig ausgesprochen. Ja, die nehmen mich mittlerweile hoch in meinen Merch-Shop. Nehmen die jeden Spruch, den ich falsch sage, kommt auf irgendein T-Shirt. Mittlerweile. Muss immer aufpassen, was ich sage. Geil. Aber jetzt habe ich es richtig hinbekommen. Bin da ganz ehrlich auch mit sehr blutiger Nase raus, also sehr, sehr blutig, weil da war ich dick im Minus. Und bei mir war es halt so, ich weiß nicht, wie es bei dir war, bei mir war es so, ich habe mich genervt, weil ich es auch nicht verstanden habe, weil ich habe damals blöd gesagt, ein bisschen auf Cats geguckt, aber da war auch so in Chats drin, also Chats waren Forum damals, und da hat einfach einer geschrieben, oh, wenn das ist, dann bullisch hoch, oder? Dann habe ich gesagt, ah, der hat geschrieben, der geht hoch, kannte den ja gar nicht, wusste gar nicht, wer das ist, hab's dann einfach getan, oder? Und ja, ging dann natürlich in die Hose. Und bei mir war dann einfach der Ehrgeiz zu sagen, hey, das kann nicht sein. Da gibt es Leute, die machen das professionell, die verdienen Geld damit. Und ich verliere, nee, das kann nicht sein. Das war so der innerliche Schweinehund, der mir gesagt hat, hey, jetzt entweder lässt du es komplett sein oder du machst was draus, dass es funktioniert. Ja, das war bei mir genau das Gleiche, ja, war genau dasselbe. Und dann bin ich in die Krypto-Szene reingekommen und habe da dann gemerkt, hey, dass auch Chart-Pattern, Volumen und so weiter, habe mich da dann reingearbeitet. Ja. Aber damals Forex, ich habe nur eine grüne Candle gesehen und habe gedacht, okay, alles klar, kaufen. Sie geht hoch, rein. Ja, rein. Dann, oh mein Gott, ja, die typischen Anfängerfehler, ja, kenne ich sehr, sehr gut. Wie lange tradest du denn aktuell? Aktuell sind es jetzt so circa 3,5 Jahre, ja, wo ich das dann aktiv jetzt gemacht habe. Seit 2 Jahren dann circa in Krypto, ja. Und 1 Jahr war das dann komplett Forex und dann hatte ich so ein halbes Jahr Pause, ja, oder sagen wir ja, ein paar Monate Pause und dann bin ich in Krypto-Trading dann eingestiegen, ja, genau. Wie lange erfolgreich, wenn man das noch anhängen kann? Wie lange erfolgreich? Also seitdem ich komplett in Krypto eingestiegen bin, läuft's Bombe. Läuft's wirklich sehr, sehr gut. Also seit 2 Jahren komplett erfolgreich in der ganzen Krypto-Szene dann aktiv mit meinen Trades. Das hat vielleicht, hört sich zwar jetzt dumm an, aber das hat's vielleicht auch gebraucht, ja, dass du erstmal richtig auf die Schnauze fällst, auf Deutsch gesagt, ja, und dann halt dir aber dann den Kopf frei machst und sagst, hey, jetzt muss ich das schon mal ein bisschen professioneller angehen und dir das Wissen dann auch aneignen, ja, um dann halt den nächsten Step dann wieder zu machen, ne? Und das habe ich dann halt auch gemacht und ja, fahre seit 2 Jahren sehr, sehr gut mit meinen Strategien, die ich dann auch meiner Community halt weitergebe, ja, wie du ja auch. Und ja, läuft dann seitdem wirklich sehr, sehr gut. Ich muss aber sagen, es ist anstrengender, ja, kannst du vielleicht bestätigen, weder wenn du nur für dich machst, weil du selbst hast ein eigenes Risk Management, du gehst ganz anders mit dir, du hast
die Empathie ist weg zu den Trades, ja, völlig emotionslos. Und sobald du dann merkst, oh, Achtung, ja, ich weiß noch, wo wir vom Worst-Case-Szenario gewarnt haben, es kam dann dieser Dip. Und da wusste ich schon, ich musste noch nicht mal Telegram aufmachen, ich wusste schon, okay, ich habe jetzt sehr viele private Nachrichten und es hat gekocht, oder? Das ist schon nicht das Gleiche. Ja, das ist schon nicht das Gleiche, aber dennoch. Ja, vor allem, du hast halt auch eine gewisse Verantwortung. Ja, ja. Ich meine, mein Channel, der hat 17.000 Abos. Ja, ich meine, da überlegst du schon zweimal, was du in dem Video dann sagst. Genau. Ja, weil das geht von bei mir und dir wird es wahrscheinlich genauso gehen. Dir geht es auch nicht einfach dann hier so über deine, einfach hier an dir vorbei und sagst, ja, okay, hat die Community halt 50% minus gemacht. Ja, ist mir ja egal. Genau. Ja. Sondern so sind wir halt nicht drauf und ich vor allem ja auch nicht. Und das ist halt dann auch der ganz große Punkt, ja, weil da überlegst du dir dann halt schon zweimal, wie machst du deine Analysen? Sagst du das jetzt wirklich so? Ist es, also vor jedem Post oder vor jedem Video mache ich mir da immer Gedanken drüber, damit die Community halt nicht Verluste halt einfährt, ja, weil jeder, so ist ja auch deine Intention, genau, denke ich mal, dass jeder Gewinne machen soll, weil ja, wir einfach gerne von unserer Erfahrung, was wir halt gemacht haben, sei es negativ, aber halt auch die positiven Sachen halt auch gerne weitergeben, ne? Das ist halt der ausschlaggebende Punkt. Das finde ich super und was du sagst und was ich auch unterschreibe. Gleichzeitig finde ich es aber auch sehr stark, wenn man natürlich auch zu seinen Fehlern steht. Ja, wenn mal was falsch ging, ja, ging auch schon mal ein Fehler rein und dazu stehst, ja, und das aber auch erklären kannst und begründen kannst. Ich meine, unsere Aussagen kommen ja nicht irgendwo aus der Wolke raus, sondern wir sind Analysten, wir analysieren, wir haben ein Fundament und aus diesem Fundament bringen wir ja unserer Community eigentlich auch so die Tipps und Tricks mit. Gleichzeitig warnen wir ja durchgehend immer aufs Risk Management zu achten, auf ein Worst-Case-Szenario zu achten. Ganz genau. Weil ein Trade ist im Endeffekt, spielen wir immer gegen einen Gegenpart, ja, also entweder Bull gegen Bär oder halt umgekehrt. Und dazwischen gibt es halt auch eine Bank. Ja, auch wenn man jetzt sagt, Krypto gibt es keine Bank, aber die Exchanges sind Banken. Das ist wie eine Bank. Ist eine Bank. Und die verdienen, die gewinnen am Schluss. Ja. Und da muss man natürlich schon extrem vorsichtig sein. Man muss auf wirklich alles achten. Und das finde ich extrem schön auch bei dir, dass du das eben machst. Und ich habe auch in meinem Staff-Team schon gesagt, dass Basti der einzige Trader ist, mit dem ich irgendwas mache, weil alle anderen, die ich kenne, ja, also ich darf ja die Namen nicht sagen, sonst piepst mein Telefon gleich, wenn die das Video anschauen. aber du weißt sicherlich auch, wer ich meine, die mit bezahlten Gruppen da und Signale und Indikatoren. Das sind für mich einfach Leute, mit denen will ich nichts zu tun haben, weil bei denen geht es nur darum, die wollen Geld aus ihrer Community ziehen. Und das ist doch richtig. Einer, der erfolgreich tradet, wirklich erfolgreich tradet, der ist theoretisch nicht angewiesen darauf. Mittlerweile muss ich sagen, okay, das, was wir tun, ist Arbeit, also YouTube, die Indikatoren, die wir machen und so weiter, das ist alles Arbeit. Und das muss ja irgendeinen Gegenwert haben, das soll auch irgendwie bezahlt sein. Sei es jetzt über YouTube Werbung oder es gibt mal einen Spendeaufruf, was auch immer, das finde ich völlig vernünftig. Oder man teilt vielleicht auch mal kleinere Gruppen in eine Bezahlgruppe ein, wenn man eine Competition macht oder sowas. Das finde ich alles sinnvoll. Aber so die Leute, die einfach nur sagen, es gibt einfach nur das, ja, und ich liefere nichts ab, und dann hörst du auch, wenn die ein Problem haben, denen wird ja gar nicht geholfen. Ja, dann kommt irgendein Admin oder so und hilft dann vielleicht. Aber der eben genau dich in diese Misslage gebracht hat, der hilft dir dann nicht. Und komischerweise, da sind die Channels dann immer ganz still. Da hörst du teilweise 2, 3, 4 Tage lang gar nichts mehr. Ne? Aber ist halt das Pro gut. jetzt sind wir nicht bullish, jetzt gibt es auch keine neuen Videos mehr. Ja? Sonst hörst du täglich 2, 3 Posts oder so. Nee, jetzt ist nichts mehr. Wenn die liquidiert werden, ja, die Freunde bei dir jetzt rundherum in Dubai, dann hörst du plötzlich nichts mehr. Dann ist einfach still, ja, weil kann ich ja auch nicht mehr profitieren, da kommt ja keiner mehr long. Ja? Also das ist schon, ja, das finde ich nicht gut, ganz ehrlich. Finde ich nicht gut. Aber jedem das Seine. Wie hast du denn für dich das Traden gelernt, wo du gesagt hast, jetzt bin ich auf die Schnauze gefallen, jetzt lerne ich es. Wie hast du es gelernt? Hast du es mit Büchern gelernt? Wie hast du es gemacht? Ja, also ich bin ehrlich, ich habe kein einziges Buch gelesen.
Also kein einziges. Klar, Artikel und so weiter, Online-Artikel und so weiter auf gewissen Seiten, klar, das durchaus. Aber ich habe mir das wirklich auch damals angeeignet mit Connections. Ja, ich hatte damals schon Kontakt zum Robert Rother. Vielleicht sagt ihr das was. Nee, das ist nichts. Ja, der ist ja hier auch ein ganz großer Trading-Guru, was das Ganze angeht. Ja, und da hatte ich so ein bisschen auch ein paar Connections, konnte da halt auch meine Fragen hinstellen und so weiter. Ja, haben auch mal ein paar Calls gemacht. Aber man muss auch dazu sagen, ich habe damals wirklich viel Learning by Doing. Ja, ich habe ausprobiert. Ich habe selbst meine Analysen gemacht. Ich habe dann teilweise auch, ja, kann man ja auch offen sagen, ich habe auch teilweise Videos angeschaut auf YouTube. Ja, keine Frage. Damals war das ja noch nicht so krass, wie wir das jetzt haben. Ja, da gab es nur so ein paar vereinzelte Channels, ja, die halt dann jeder geguckt hat. Das sind jetzt auch die ganz großen Channels, die halt jetzt hier explodieren und schon mehrere über 500.000 Abos haben oder sonstiges. Ja, aber sowas hast du dir halt trotzdem angeguckt, dass du halt erstmal ein Grundwissen dir halt aufbaust, ja, wie verschiedene Pattern halt funktionieren, wo man einsteigen könnte, wie verschiedene Börsen funktionieren. Ja, du hast dir dann auch mal die einzelnen Börsen angeguckt, sei es, ja, kennst du ja die Binance, Bybit, Femex, FTX, alles Mögliche, ja. Und musstest dich ja da erstmal reinarbeiten. Ja, du musstest ja dir erstmal die ganze Funktionen testen und. Ne? Und du weißt es selber, bei Binance brauchst du irgendwie gefühlt ein Studium dafür. Also da müsstest du einen Master- und Doktortitel kriegen, wenn du wirklich alles beides, verstehst. Beides. Also Horror, ja. Genau. Genau. Und ja, und da so habe ich mir das halt dann alles beigebracht. Aber das meiste wirklich Learning by Doing. Wenn was falsch gelaufen ist, ich habe mir damals auch ein Tagebuch geschrieben, kann ich auch jedem empfehlen, der neu einsteigt. Ja. Genau. Ich habe mir dann wirklich jeden einzelnen Trade notiert. Ist zwar am Anfang etwas nervig, keine Frage, aber es hilft dir wirklich weiter, weil ich mir dann auch ganz genau geschrieben habe oder reingeschrieben habe, warum habe ich den Trade eröffnet. Wo will ich rausgehen, wo habe ich meinen Stop-Loss gesetzt, wie ist meine allgemeine Psyche an dem Tag, ja, bin ich gut drauf, bin ich schlecht drauf, bin ich so ein bisschen müde oder was weiß ich was, ja, es hilft wirklich. Und dann immer, wenn einer gut gelaufen ist, abgehakt, dann bin ich durchgegangen, habe geguckt, ja, okay, wieso ist denn der jetzt gut gelaufen, lag es an mir, lag es am Preis, lag es daran, ja, ne? Und somit kannst du dir halt sowas gut aufbauen, deshalb für alle Anfänger kann ich wirklich nur sagen, macht euch so ein Tagebuch und notiert euch jeden Tag, was ihr im Chart macht. Ja, ja, ganz wichtig. Vielleicht auch mit einer kleinen Zeichnung dazu, ja, dass mit dir im Kopf wisst, okay, warum bin ich jetzt den Trade eingegangen? Und dann Feuer frei, ja, learning by doing, einfach machen. Das habe ich sogar eine sehr lange Zeit gemacht, also fast einen Monat sogar, habe ich nur Papiertrading gemacht. Aber wirklich da, bin so auf die Schnauze gefallen. Und ich musste zuerst Vertrauen finden. Also ich habe tatsächlich Bücher verschlungen zuerst. Also größter Fehler, ich habe ein Hörbuch gekauft. Das habe ich nach 20 Minuten wieder ausgemacht, weil ich kein Wort verstanden habe. Ich habe nichts verstanden, was der gesagt hat, weil ich es mir bildlich nicht vorstellen konnte. Und dann habe ich angefangen, Bücher zu lesen und habe dann gesagt, okay, ich probiere das jetzt mal, aber ich investiere noch keinen Cent. Und wenn irgendwie von 5 Trades 3 gut sind, dann ist es okay. Und dann ging das wirklich immer wie mehr, immer besser. Und dann habe ich gesagt, okay, das gefällt mir, jetzt starte ich. Und dann muss ich sagen, habe ich mein Invest, das ich verloren habe, relativ schnell, sehr schnell wieder zurückgehabt. Und du weißt ja selber, wie es ist, sobald du immer wieder dein Kuchen sich füllt, also mit Kapital du zur Verfügung hast, es geht halt dann schon relativ schnell. Dann geht's ratzfatz, ja. Und vor allem das Gute ist halt auch, was uns die Börsen halt im Moment auch zur Verfügung stellen, ist ein Demo-Account. Ja. Macht euch einen Demo-Account auf, da hast du $10.000 zur Verfügung oder ein Bitcoin und Fake-Bitcoin zur Verfügung. Üben, nonstop die ganze Zeit, machen, schauen, analysieren, was ist falsch gelaufen, das nächste Mal besser machen. Und wenn du dann in diesem Trott bist, weil du merkst es ja selbst, wenn du in diesem Rhythmus einfach auch drin bist, ja, dann läuft es einfach. Dann ja, wenn du dann noch das gewisse Risk-Management dann mit reinbringst, dann läuft das Ganze. Ja. Und wenn du dann in diesem Rhythmus bist, dann kannst du aufs Echtgeldkonto umswitchen. Und dann sollte da eigentlich nichts weiteres schiefgehen. Ne? Genau, dann kommt die Manipulation. Nee, Quatsch. dann kommt der Tipp auf 42K. Das ist schon bitter. Ja. Also was ich auch immer ein bisschen mitgebe, den Anfänger, ist halt, ich würde versuchen, das Wochenende zu meiden,
weil am Wochenende sehr viel Einfluss halt von außen kommt, vom Forex-Markt. Das ist manchmal extrem schwierig, als Anfänger da klarzukommen. Oder auch so Situationen, wie wir es jetzt gerade haben, da wirklich nur den fortgeschritten oder halt eben den Profis, sie wissen sowieso, was sie tun. Da kann ich es auf jeden Fall empfehlen. Aber sonst lieber einfach, wie du sagst, mal auf die Seite stehen, ein, zwei Wochen zuschauen, lernen dabei, was passiert gerade, wieso verhält sich der Markt gerade aktuell so. Da kann man so viel draus machen. Das finde ich schon auch wichtig, gute Tipps. Das finde ich super, dass du auch so denkst. Ja. Gibt's eine Lieblingsfunktion bei TradingView, die du hast? Eine Lieblingsfunktion? Das Zeichentool. Mehr brauchst du eigentlich nicht. Also ja, also Lieblingsfunktion, im Endeffekt eigentlich hier mein ganzes Zeichentool, sei es mit Linien, Graphen, Pfeile, prozentuale Auswertungen und so weiter und so fort. Ja. Ich gehe jetzt nicht darauf ein, jetzt sagen wir mal, was es für verschiedene Indikatoren gibt, wie RSI, MACD oder so, sondern Tool, halt wirklich das Zeichentool, das hilft halt einem unheimlich. Ja, früher hat es es gar nicht gehabt, wenn du mal überlegst, vor 3-4 Jahren oder noch weiter zurück, da hattest du ja solche Möglichkeiten gar nicht, dir irgendwie welche Pattern mal einzuzeichnen oder auch mal Volumenauswertungen zu machen und so weiter, Und ganz früher hattest du es gar nicht. Da bist du ans Telefon gegangen und hast deine Börse angerufen und hast gesagt, ich möchte gern was kaufen. Da hattest du Zeitungen. Und, Zeitungen. Und sagen wir, schauen wir mal in die Zeitung rein, wie denn die Kurse stehen. Ja? Also, und jetzt mit Handy, allem drum und dran. Deshalb auch Apps sind halt ultra wichtig heutzutage. TradingView-App kann ich auch nur jedem empfehlen, der es nicht hat. Runterladen, Leute, unbedingt, ja. Aber so, wie gesagt, halt die ganzen Zeichentools ist einfach das, was ich halt ist schon eine geniale Funktion. Beste Gimmick. Als beste Gimmick einfach bei TradingView hast. Ja. Was war dein größter Misserfolg im Trade oder von einem Trade? Ja, das war der Forex-Markt. Also das war genau da, wo ich ganz viel verloren hatte. Das waren damals wirklich sehr, sehr große Summen für mich persönlich, weil ich halt wirklich frisch aus der Ausbildung gekommen bin, hatte dann zwar mein Anfangsgehalt, was damals noch nicht sehr viel war, frisch als Azubi damals, wurde ich zwar übernommen in meinem Geschäft, aber hatte dann nicht allzu viel monatlich zur Verfügung und dann war halt komplett mein ganzes Erspartes, was ich mir erspart habe, seitdem ich 12 Jahre alt bin oder 11 oder seitdem du halt das erste Mal Taschengeld bekommen hast oder Geburtstagsgeld oder was weiß ich was, war halt komplett weg. Alles. Mein Konto, mein Sparkonto, also mein, war das noch, heißt es noch Sparkonto? Ich das weiß ich nicht, wie es bei euch heißt. Bei uns heißt es schon so. auf jeden Fall halt mein Sparkonto, war halt platt. Da war nichts mehr drauf. Ja, und da waren mittlere, sagen wir mal, fünfstellige Beträge drauf. Und das hat dann halt schon wehgetan. Das tut weh, vor allem emotional eigentlich, weil du ja so lange schon gespart hast. Ich konnte nicht schlafen. Ich konnte nicht mehr schlafen. Mir war schlecht. Ich konnte nicht mehr essen über mehrere Wochen hinweg. Also ich habe ganz, ganz wenig gegessen. Ich konnte so schlecht schlafen. Vielleicht in der Nacht 3-4 Stunden, das war's. Ja. Und emotional, ich hatte gar keinen Kopf für gar nichts. Ich bin dann in mein Geschäft, ins Büro getrabt, habe meine Arbeit gemacht und wie so ein Pferd irgendwie, keine Ahnung, einfach nur die ganze Zeit von eins zum nächsten gegangen und dann meine Umwelt irgendwie auch gar nicht mehr so wahrgenommen. Ja. Und das war wirklich richtig schlimm für mich, muss ich wirklich sagen. Also es war absolut heftig. Wie hast du die Kurve gekriegt emotional? Wie hast du dich wieder aufgerappelt? Ich habe mich dann so aufgerappelt, dass ich halt dann von mir auch persönlich gesagt habe, das kann ja nicht sein. Ja? Andere machen da Tausende an Euro oder Dollar am Tag und du, Depp, auf Deutsch gesagt, lässt dich das so reintriggern und verlierst alles und verlässt dich auf andere Leute, die du nicht mal persönlich kennst. Mit einem Bild kennst, sondern nur eine Trading-Signalgruppe hast und derjenige postet es da rein. Du weißt nicht mal, aus welchem Hintergrund der jetzt irgendwie einen Trade aufmacht oder weshalb auch immer. Ja. Und du folgst dem stupide, wie,
wie so eine Entenfamilie, trottest du da als kleine Ente, bist du da hinterher, ja, und läufst der großen Mama oder Papa-Ente da hinterher, ja. Also das ist wirklich, da denkst du so, warum machst du das, ja? Und ja, da habe ich mir dann halt gesagt, nee, das mache ich jetzt nicht mehr und hab dann einfach für mich gesagt, ich nehme jetzt hier das, was noch übrig ist oder was ich mir dann wieder ein bisschen erspart hatte, ja, nehme ich jetzt, kaufe erstmal Krypto und gehe jetzt in den Kryptomarkt rein. Ja, und dann hat es wunderbar funktioniert. Aber man muss auch dazu sagen, es hat auch sehr viel geholfen. Ich habe mit meiner Family dann auch drüber gesprochen, weil das musst du, man muss das machen. Ja, man muss wirklich sagen, wenn sowas passiert, besprecht euch mit eurer Familie, mit vertrauenswürdigen Menschen einfach, wo ihr euch anvertrauen könnt. Ja, weil es tut gut, einfach auch darüber zu sprechen. Fresst es nicht in euch rein, weil das frisst euch auf. Ja. Und dann hast du genau diese Situation auch, wo du dir dann denkst, boah, was soll ich machen? Soll ich überhaupt noch investieren? Es geht nicht weiter. Jetzt habe ich so viel verloren und so weiter und so fort. Ja. Und ja, das kann ich halt auch nur noch als kleinen Tipp halt mitgeben. Das finde ich sehr ein wichtiger Tipp. Ich habe sehr viele, die sich, die eben bei anderen Leuten in der Signalgruppe waren, die haben im fünfstelligen Bereich Geld verloren, weil sie 3-4 Mal hintereinander falsche Signale bekommen haben. Und das ist schon heavy. Also A, finde ich es wichtig, dass sie mindestens ansatzweise ein Chart versteht. Ja, wenn der ja was redet, dass sie das wenigstens kontrollieren können, sagt, das kann ja gar nicht stimmen, was der da sagt. Oder ja, es stimmt. Und ja, wenn ihr Geld verliert, und wenn es dann noch so hoch ist und ihr habt noch Familie, Frau, Kind etc., dann ist es wichtig, dass ihr ehrlich seid zu der Familie, darüber redet, dass sehe ich absolut genau gleich. Denn am Endeffekt macht es euch nur krank. Und dann passieren sonst noch Fehler noch schlimme Sachen. Das finde ich auch nicht gut. Da hast du vollkommen recht. Das finde ich super. Gibt es Altcoins bei dir im Besitz oder nur Bitcoins? Ich habe jetzt Altcoins eingekauft bei dem Dump, was wir jetzt hatten. Ja, davor hatte ich nicht allzu viel. Größte Position, was ich habe, habe ich auch zu meiner Community gesagt, ist im Moment Hero. Ja. Okay. Also Meta Hero. Da bin ich gut eingestiegen. Und dann Crow habe ich mir auch noch geholt, ja, crypto.com. Weil ich einfach der Überzeugung bin, wenn da noch ein bisschen Use Case, das dauert jetzt ein bisschen bei crypto.com, ja, wenn da aber noch so ein gewisser Use Case noch dahinter kommt und der wird demnächst auf jeden Fall kommen, dann ist das so ein Coin, der durchaus auch Richtung Binance Coin in die Richtung gehen könnte, meiner Meinung nach. Ja. Sehr gutes Potenzial, die ganze Werbung, was die auch machen, Marketing, also besser kannst du es eigentlich nicht machen. Ja, die sind überall vertreten, egal welche Sportveranstaltung. egal welche Sportveranstaltung, du siehst überall nur crypto.com. Machen es halt schon sehr schlau. Ja. Und deshalb habe ich gesagt, das sind so die zwei, wo ich rein investiert habe. Habe noch einen ganz kleinen Teil Cardano, aber überwiegend wirklich nur Bitcoin. Bitcoin macht wirklich eigentlich jetzt so 96-97% aus, ja, von meinem ganzen Portfolio. Ja, finde ich super. Also bin wirklich Bitcoin-Maximalist. So von den Altcoins, investiere ich wirklich nur rein, wo ich sage, okay, das überzeugt mich, ja, aber so auf gut Glück irgendwie mal ein paar Altcoins, ein paar Tausend da reinstecken oder so, halte ich halt nichts von. Ja. Deshalb, da investiere ich dann lieber das Geld in Assets, die sich bewiesen haben. Ja. Und das sind dann halt die ganzen Coins, was mit Börsen zu tun hat und halt Bitcoin. Macht Sinn. Sehr gut, das finde ich ja sensationell. Jetzt bist du ja auch schon länger, also seit kurzem besser gesagt, nicht seit längerem. Seit kurzem, ja. Seit kurzem bist du in Dubai unterwegs, also wohnst ja da. Wie fühlst du dich gerade in Dubai? Also fühlst du dich wohl? Wie sind die Leute da? Essen? Also ich fühle mich sehr, sehr wohl hier. Leute, alle sehr, sehr nett, muss man sagen. Also vom Taxifahrer bis hin zur Putzfrau. Also wirklich alles hier wirklich sehr, sehr nette Leute. Auch ein sehr, sehr sicheres Land. Fühle mich hier sehr sicher, auch zwecks der aktuellen Situation, ja, wo ja jeder kennt, was gerade im Moment wieder so abgeht und steigt. Ja. Hier wird halt drüber diskutiert, ob man im Januar alle Maßnahmen fallen lässt schon wieder, ja. Und deshalb, hier hast du halt noch im Moment, ja, diese Lebensqualität, was du halt in Europa im Moment so vermisst einfach, ja. Und deshalb fühle ich mich hier sehr, sehr wohl, ja.
fühle mich einfach hier wohl. Klar, ich ist halt so, bin jeden Tag am Arbeiten, muss man auch dazu sagen. Ist jetzt nicht so, dass ich hier zum Just in Fun irgendwie bin, ja. Das ist jetzt nicht der Fall, sondern ich bin halt den ganzen Tag online für die Community da am Arbeiten und dann bleibt halt sozusagen Freizeit jetzt nicht allzu viel übrig. Ja, muss man auch dazu sagen. Da haben wir ja vorher drüber gesprochen, du warst noch nie mehr schwimmen, ne? Ich war noch nie mehr, ne. Seitdem ich da bin. Aber du hast gesagt, der Wind sei auch ein bisschen kühl aktuell, ne? Ja, jetzt ist es schon so, dass ein bisschen der Wind auch kühler wird, aber auch im Oktober, November, wo man durchaus ins Meer gehen hätte können, ja. Ich habe keine Zeit. Ich bin ehrlich, ich habe keine Zeit, ja. Weil ich bin ja dann immer noch 3 Stunden voraus, das musst du ja auch bedenken. Das kommt dazu, ja. Das bedeutet, ja. Wenn halt 15 Uhr deutscher Zeit ist, mittags, ja, wo alle eigentlich da sind, ist bei mir halt schon wieder 18 Uhr. Ja, und dann denkst du, okay, also das heißt, für mich sind dann meine Arbeitstage immer so bis 23, 24 Uhr, bin ich dann immer online, ja, für die ganzen Leute, auch auf dem Discord-Channel und so weiter. Und da bleibt im Moment einfach nicht viel Zeit für Freizeit, da muss man sagen. Und wenn du halt ein Business betreibst, und ich mache das jetzt komplett Fulltime, du hast ja noch andere Projekte am Start, auch mit deinen anderen Firmen und so weiter. Ich habe halt komplett das, ja, auch mit Bitbull und so weiter. Und das ist halt mein Unternehmen. Und da musst du halt ranklotzen, da musst du halt für arbeiten. Ja. Deshalb bleibt nicht viel Zeit übrig. Schon wieder ein Sprichwort. Schon wieder ein Sprichwort gesagt. Ab aufs T-Shirt. Nee, das habe ich ja richtig gesagt. Es kommt nur aufs T-Shirt, wenn ich es eben nicht richtig sage. Wenn ich es nicht richtig sage. Nee, aber ich feiere das. Ich finde das sehr gut, dass du das auch gemacht hast. Du hast ja auch gesagt, die Familie steht ja zu 1000% hinter dir. Das finde ich auch mega schön. Ich meine, es gibt nichts Schlimmeres, weder wenn du gehst und die Leute wenden sich vor dir ab, weil sie das nicht unterstützen. Bei dir ist es komplett unterschiedlich. Finde ich wirklich super. Ja. Aber etwas vermissen in Deutschland tust du gar nichts, außer vielleicht das Essen, was wir angesprochen haben. Ja, ein bisschen Essen, klar, meine Freundin auch, muss man auch sagen, weil es ist halt jetzt auch nicht allzu leicht, meine Freundin ist ja noch in Deutschland, der arbeitet da ja, deshalb versuchen wir halt da jetzt immer einen guten Ausgleich zu finden, klar, man zoomt jeden Tag und so weiter, ja, man unterhält sich, telefoniert, aber ist halt nicht dasselbe, ja, wenn man 6 Jahre zusammen gewohnt hat, dann ist es natürlich schon schwer, ja, keine Frage. Aber ich habe halt jetzt auch gesagt, wenn ich jetzt, wann dann, ja, wenn ich jetzt den Schritt mache, dann mache ich den zu 100%. Ja, und da ist es halt wirklich so, das ist auch der Punkt, was ich eigentlich so vermisse. Ja. Auch natürlich Essen, klar, keine Frage. Irgendwie mal das gute Essen auch von der Mutter mal wieder, ja. Man kennt es ja, man geht dann immer schön Sonntags ist man meistens immer bei den Eltern oder Schwiegereltern, was auch immer, ja. Und da gibt es dann halt immer, wenn die Mama kocht, schmeckt es am besten. Ist halt so. Ist ja. So. Und das ist halt schon, was ich so vermisse, ja. Aber sonst der Rest, klar, Freunde auch. Ne? Das sind halt die sozialen Kontakte, klar, heutzutage ist es easy. Ja, du hast WhatsApp, du hast Zoom, du hast alles Mögliche. Genau, nicht zu vergleichen. Da ist es ein bisschen entspannter, aber halt einfach auch mal mit Kumpels mal gepflegt, einfach abends mal ein Bierchen trinken gehen oder so, ja. Das hast du halt hier nicht, weil jeder, hier auch nochmal zu dem Thema zurückzukommen zu Dubai, jeder schaut hier auf sich, ja. Okay. Hier entwickeln sich auch nicht so krasse irgendwie Freundschaften. Jeder hat sein Business, jeder schaut, dass er, sagen wir mal, Geld macht, sein Business voranbringt, ja. Und so richtig krasse Freundschaften existieren hier eigentlich nicht. Das ist alles so oberflächlich ein bisschen. Ja. Ist es so das Gesehen werden da unten? Also, ja, auch. Umso total. Mehr ich zeige, Goldketten, umso mehr bin ich Fan. Das fängt bei der Rolex-Uhr Ganze an. Ja. Und beim Lamborghini hört das Ganze auf. Ja, ganz klar. Wenn du aber hier Geld hast, dann musst du auch im Klaren sein, die Leute, die hier in Dubai sind, die haben alle Geld. Ja. Ja. Es sei denn, du bist halt hier ein Gastarbeiter, klar, es gibt auch die Schattenseite davon, keine Frage, aber wer hier ist, hat das Geld und will das Geld auch ausgeben und zeigt es auch, ja. Aber siehst ja selber, ich habe keine Rolex oder sonstiges, ja, ich habe auch kein Auto, ich besitze nicht mal ein Auto, ich lege da halt überhaupt gar keinen Wert drauf, ja. Finde ich super, finde ich auch super, weil es bodenständig ist. Ich fahre immer mit dem Taxi. Ja, aber ich bin ab und zu in Deutschland und ich liebe die Berliner Taxifahrer, die erzählen ja immer Witze drin, wenn du drin sitzt. Ich finde das was Schönes eigentlich, Taxi zu fahren.
Hier in der Schweiz geht es nicht, weil die Preise werden für die Taxis viel zu teuer. Also das ist wirklich teuer. Aber ja, nee, ich kann es voll und ganz nachvollziehen. Ich hoffe natürlich, dass deine Freundin demnächst mal nachzieht, dass du die nicht mehr so großartig vermissen musst. Oder du gehst sie halt wieder mal besuchen, ja, und streamst ja, das genau, aus deinem alten genau, Zimmer. Richtig. Das ist ja auch wieder das Gute. Ja? Du packst deinen Laptop ein, hast alles auf deinem Laptop drauf, ja, und du kannst arbeiten von wo du möchtest. Ja? Das ist schon ein Riesenvorteil. Gibt es Kanäle auf YouTube, die du deine Community wirklich rätst, die Finger davon zu lassen? Ob man die jetzt hier persönlich nennen sollte? Ja, vielleicht nicht persönlich nennen. Du weißt, dann klingelt wieder die Telefone und du musst aufpassen, ein bisschen Dubai. aber gibt's Kanäle, wo du einfach sagst, seid mir da einfach vorsichtig? Jetzt im ja gut, es gibt natürlich Kanäle, wo man aufpassen sollte, ja. Aber ich bin jetzt auch niemand, der hier irgendwie hier anschwärzt oder irgendwie an die Wand stellt oder so, ja. Jeder muss ja da trotzdem für sich entscheiden, wen er folgt, ja. Unsere Community findet uns cool, ja. Unsere Community findet, oder deine Community findet dich gut. Meine Community findet mich gut. Die bleiben halt dann bei uns, ja. Aber es gibt halt auch Leute, die finden andere oder größere Channels gut, die halt sehr große Promo machen und halt irgendwie, ja, halt sehr viel Action auch mit in die Chartanalysen halt mit reinbringen. Ja, das muss halt jeder für sich dann auch selber, für sich selber halt, wie sagt man da, im Klaren sein, wem man dann halt auch folgt, ja. Deshalb, ich bin nicht jemand, wo halt sagt, ja, jetzt, da solltest du die Finger von lassen und da solltest du die Finger von lassen, weil jeder ist alt und groß genug, jeder sollte es eigentlich für sich selber entscheiden, ja, wen er folgt und wem er auch vertraut, ja. Und wem er vertraut, vor allem dort dann gegebenenfalls auch sein eigenes Geld zu investieren. Ja, das ist auch noch ein ganz großer Punkt da. Ja. Weil im Endeffekt macht die Community ja auch nichts anderes. Ja. Wir machen unsere Prognosen, wir sagen, was wir erwarten, und im Endeffekt handelt unsere Community mit ihrem eigenen Geld danach, was wir eigentlich vorgeben oder halt sagen. Ja. Das machen sehr, sehr viele, oder sie nehmen es halt nochmal als Unterstützung für ihre eigene Analyse. Und das muss halt jedem klar sein, welchen Channel er dann da gerne halt folgen möchte. Ne? Ja. Das ist halt der Punkt. Da kommt ja auch wieder der Titel Verantwortung eines YouTubers, oder? Also das ist ganz halt genau schon, was du auch zu Beginn gesagt hast, ja, wir müssen uns gut überlegen, was wir sagen, ja, und ich kann mir halt vorstellen, ja, dass wenn du so einen Euphorie-Channel hast, ja, wo du mit viel Euphorie reingehst, das ist schwierig, da die Wörter vorher noch nachzudenken, was du da gerade sagst, weil halt da schon sehr viel passieren kann. Ich bin völlig bei dir. Gibt es dann aber Channels, die du sagst, finde ich gut? Macht Sinn, dass ihr da vielleicht einen Blick drauf wirft? Ja, unsere zwei. Feierig, ist gut, machen wir Haken drauf, ja, passt. Mehr brauchst du nicht. Ja, ist doch so. Es ist auch der Punkt, wenn du mehrere Leute verfolgst, es sagen ja nicht immer die Leute das Gleiche, sondern jeder hat eine andere Meinung. So, und jetzt, wenn du ein Anfänger bist und verfolgst, sagen wir, 5, 6, 7, 8 Channels, wenn nicht vielleicht sogar noch mehr, und denkst dir dann dabei, hey, der sagt das, der sagt das, der sagt das, ja. Ja, und boah, einer sagt jetzt richtig, was soll ich jetzt machen? Wird das sagen, was er eben hören will. Ja, das genau, das kommt auch noch dazu. In der Regel dann genau schief, oder? Das kommt auch noch dazu, und deshalb sage ich immer, Leute, folgt nur denen ihr auch, sagen wir mal, vertraut oder halt den Content feiert. Ja, und in dem Fall, die eben auch da sind für euch, wenn mal was schief geht, die sich nicht auch abwenden so, oder dann wochenlang nicht melden, sondern die dann wirklich da sind und sagen, hey, ja, wir begleiten euch durch diese Phase. Das finde ich eine sehr gute Ganz Lösung. Genau. Ja. Also du hast eigentlich die Frage schon beantwortet, On the Moon oder Realität, dann... Ja, Realität, ganz klar. Also On the Moon. Ich habe auch im Juli habe ich ein Video gemacht, wie ich den Preis sehe bis Ende des Jahres, ja. Mhm. Und da habe ich ganz klar gesagt, im Juli, ich habe es auch meiner Community damals noch gepostet gehabt, vor einer Woche oder so, dass sie es nochmal anschauen, da habe ich auch ganz klar gesagt, meine Price Prediction ist 60.000 bis 70.000 Dollar in dieser Range, ja, dass wir uns da aufhalten bis Ende des Jahres. Ob das wir jetzt noch die 60.000 sehen, schauen wir mal, ja, durchaus, ja, und da im Juli, ja, du weißt es ja selber, selbst wahrscheinlich schon Anfang des Jahres, wo wir den Bullrun gestartet haben, 100.000, 150.000, das, 300.000, das 350 eine war, Million. Glaube ich, das Höchste, was ich gehört habe. Ich habe in diesem Run habe ich tatsächlich zwischen 90 und 110
im Chart gesehen, das war aber schon eher euphorisch, wo ja. wir dann das große Gigant Rising Wedge gebildet haben, wo wir jetzt viel zu früh rausgebrochen sind. Da habe ich auch gesagt, also da der Deckel ist irgendwo bei 70, 72,5, so. Das ist ja. irgendwie das Maximale, was ich sehe. Na gut, Bitcoin kann uns immer wieder überraschen, das haben wir gelernt, aber einfach aus der technischen Analyse her hat sich ja. mehr rausgegeben und eben halt der Fall bis auf 42, sogar bis auf der 31, ja, im Worst Case, habe ich eigentlich der Community immer früh genug mitgeteilt und ja, ist und bleibt auf jeden Fall spannend. Ob es natürlich, und das finde ich immer so lustig, viel schauen mir, ja, Jay, am 31.12., das geht ja nicht mehr lang, da ist ja der Bullenrun vorbei. Sag ich, nee, dann ist das Jahr 2021 ja, ja. vorbei. Genau, am 31.12. ist er vorbei. Das muss ich auch, da schmunze ich mal. Man sagt immer, das hat mit dem Zyklus vom aktuellen Run nichts zu tun. Ich finde es auch immer wieder lustig, ja, ja. wenn wir auf 31.000 dippen, dann sind wir am Bärenmarkt. Nee, das hat mit Bärenmarkt nichts zu tun. Wenn ein Preis... Es hat einen Zyklus, der braucht eine Zeit, da gehen mal ein paar Wochen Richtig. Vorbei für eine Korrektur. Und bis dann der Bären macht, das braucht einfach Zeit. Aber ich schmunze ein wenig, weil ich war früher ja nicht anders. Ja, ich habe ja, am Anfang angefangen habe, ich habe das auch gedacht, okay, wenn der runterkommt, dann ist es ja bärisch, dann bin ich am Bärenmarkt. Ich musste das ja auch erstmal verstehen und lernen. Das ist schon wirklich so. Ja. Was darf die Community im Jahr 2022 von dir erwarten? Ja, also wie gesagt, auf dem YouTube-Kanal ändert sich nicht allzu viel. Ja, da wird komplett der Content jeden Tag immer zur Verfügung gestellt. Immer in der Früh lade ich das Video hoch. Du lädst ja auch deine Videos immer in der Früh hoch. Ja, wenn ich es schaffe, ja. Wenn du schaffst, fingers crossed, das kannst du dir vornehmen für 2022. Dann. Ja. Nee, da wird es den täglichen Content auf jeden Fall weiterhin geben. Ja, von Montag bis Sonntag, jeden Tag in der Früh, spätestens 9 Uhr ist immer bei mir auf dem Channel mein Video online. 2022 wird es dann halt noch so sein, Bitbull wird dann halt noch weiter also weiter wachsen, ja, keine Frage. Da wird es dann auch noch die Software geben. Ich muss für die Leute kurz erklären, das ist ja dein eigener Hausindikator zum Traden, richtig? Genau, durchaus. Also Signale, wir haben verschiedene Sachen mit dabei. Ja, wir haben auch ein ganz großes Dashboard mit dabei, wo du deine verschiedenen Börsen miteinander verknüpfen kannst, ja, sei es Bybit, Famex, Binance, FTX, ja, zwecks API und mit uns ein ganz großen Dashboard. Und das wird dann auch das ganz große Ding sein, was dann nächstes Jahr weiterentwickelt wird, ja, weil da noch sehr, sehr viele Sachen dazukommen werden. Und ja, deshalb habe ich ja dafür auch dann Bitbull gegründet, ja. Mit Tutorial-Videos, was ich dann nochmal speziell dann mache für die ganzen Member und so weiter. Und dann halt meine tägliche Präsenz einfach. Ja, ich mache da halt einfach das Coaching, weil ich halt einfach der Überzeugung bin, dass jeder das lernen kann, wenn er nur das möchte und auch den gewissen Ehrgeiz halt mitbringt. Ja. Und deshalb habe ich halt Bitbull gegründet. Deshalb bin ich auch nach Dubai gegangen, ja, zwecks dieser Firma und Firmengründung und so weiter. Und ja, das sind halt die Themen, Bitbull und diese Software, die dann nächstes Jahr noch groß werden wird. Und dann schauen wir mal, wie die Reise da dann weitergeht. Ja. Da drücke ich dir auf jeden so Fall massiv Plan. Die Daumen. Ich weiß, wie es ist. Wir sind ja aktuell auch an unserem Indikator dran. Das ist schon eine Hexerei. Ja. Also das ist sehr, sehr viel Arbeit. Das sehen die Leute natürlich nicht. Ja. Also was da getestet wird, wieder justiert wird, ja, dann muss man diese Signale nochmals beachten. Das muss man verbessern. Also es ist schon massiv viel Arbeit. Richtig, und das feiere ich extrem, finde ich mega cool. Coole Aktion. Und es ist halt auch für mich dann auch ein Anliegen gewesen, halt der Community dann auch was zu geben, um halt nochmal zusätzliche Unterstützung zu geben. Ja. Wahrscheinlich euer Indikator oder dein Indikator wird dann auch nicht so sein, dass er wie ein Bot ist, ja, du gibst ihm $500 und das Ding läuft dann selbstständig, sondern er soll einfach eine Unterstützung, er soll eine Unterstützung nochmal zu der täglichen Chartanalyse liefern und euch einfach nochmal mögliche Einstiege ganz simpel aufzeigen, wo man, sagen wir mal, einen Long Trade oder einen Short Trade eröffnen könnte mit richtigen Risk Management, mit richtigen Take Profit Zonen und so weiter und so fort, und das ist halt das Wichtige, wo ich ja dann auch gesagt habe, das will ich einfach meiner Community noch geben, einfach nochmal ein Tool, ja, wo man einfach sagen kann, okay, das ist für mich nochmal eine Unterstützung und
ich kann das dann danach machen, aber ich bin auch in dieser Sache komplett frei und kann sagen, nee, das ist klar kompletter Humbug, was der Indikator für mich macht, ja, weil auch nochmal an die Community, ein Indikator bringt euch nicht 100% Gains, keiner, ja, und wird es auch in Zukunft nicht geben, ja, und ist so, genau, und deshalb, ja, das ist halt so das ganz große Thema, was ich dann halt da noch angegangen bin, ja, und dann auch in den nächsten, ja, Monaten und in den nächsten Jahren auch noch angehe, ja. Können wir gerade einen Switch machen da rein, also ein Switch, ein kleiner Swap, und zwar wir beide haben, also deine ist schon fertig, uns ist noch quasi ein Prototyp, ja, der gerade nur von mir getestet wird, bevor dann zum Testen freigegeben wird. Der Bärenmarkt, der sehen wir beide schon ein bisschen in ferner Zukunft. Ist dein Bot darauf schon ein bisschen vorbereitet, also respektive weißt du, wie er da, dein Bot, Entschuldigung, das ist ja schon falsch ausgesagt, dein Indikator meine ich, wir konnten uns ja auch noch nicht testen, wie er darauf reagiert, oder? Also ich meine, wenn wir nicht so deep sind, wie gerade passiert sind, da fahren die Dips, natürlich keine durch. Chance. Keine Chance, kannst du nicht fahren. Ja, anfangen. Keine Chance, geht nicht. Aber geht dennoch, nicht. Wie ist es, wie siehst du das allgemein jetzt so, das Thema Bären? Du wirst wahrscheinlich täglich genauso oft gefragt wie ich, sind wir jetzt im Bärenmarkt? Also ich habe schon überlegt, dieses Wort zu muten bei uns in der Telegram-Gruppe, bis es dann soweit ist. Was ist deine Einstellung dazu? Bärenmarkt, ich persönlich gehe nicht davon aus, dass wir wieder einen so langen Bärenmarkt sehen werden, wie wir das in der Vergangenheit hatten. Also ein Bärenmarkt über ein komplettes ganzes Jahr. Das sehe ich auch nicht. Ja. Wage ich mal zu bezweifeln, weil erstens, wir hatten es vorher auch schon mal diskutiert, ich gehe davon aus, dass sich auch komplett die Zyklen komplett anders verhalten werden und jetzt auch komplett anders verhalten als 2017. Ja, die Zyklen werden immer länger geschoben. Auch die Bullenmärkte werden wahrscheinlich immer oder die Bullenphasen werden immer weiter steigen, ja, und immer sich länger ziehen, genauso aber und die Bärenmärkte aber dann kürzer. Das bedeutet, wir haben einen schönen Bullrun und man hat dann eine Korrekturphase und hat dann aber 2-3 Monate eine Seitwärtskonsolidierung, wie wir das zum Beispiel bei unseren $30,000 gesehen hatten. Jeder hat dann trotzdem weiterhin Panik und sagt, oh, jetzt sind wir im Bärenmarkt, wir gehen noch auf $15,000 und so weiter und so fort, ja. Und dann gehe ich aber davon aus, dass dann das wieder komplett ausgespielt ist, ja, und wir dann wieder den nächsten Move nach oben sehen. Aber ein kontinuierlicher Abgang oder ein kontinuierlicher Abfall über ein Jahr hinweg, wie es die letzten zwei Bärenmärkte war, halte ich für meiner Meinung nach komplett unrealistisch, weil wir eine ganz andere Marktstruktur im Moment haben und ganz anderes Geld und Kapital in dem Markt ist. Ja. Ich habe es ja vorher auch schon gesagt, du brauchst im Moment viel mehr Kapital, um den Markt nach unten zu drücken, aber auch genauso, um den Markt nach oben zu pumpen. Ja. Ich meine, wir traden im Moment bei $50,000. Ja. Das ist ein ganz anderer Unterschied wie absolut vor einem Jahr, wo wir noch bei $10,000 getradet haben. Da haben halt ein paar Millionen oder sagen wir mal dreistelliger Millionenbetrag ausgereicht, um hier den Preis um 20% gefühlt nach oben zu pumpen. Ja, ist so. So, das, und das was machst du jetzt mit 100 Millionen? Ja, da kannst du froh sein, wenn du vielleicht für 100 Millionen Dollar kaufst, dass der Kurs vielleicht mal im 1-Minuten-Chart vielleicht um $200 nach oben geht. Ja, aber das war's dann auch. Also da bin ich absolut bei dir. Also erstens mal, der Bärenmarkt, denke ich, wird ebenfalls nicht so lange andauern. Also ein Jahr sehe ich eher unwahrscheinlich. Da gibt es mehrere Gründe dazu. Aktuell, ich meine, der Booster-Indikator quasi oder Katalysator, ja, für diesen Bullenrun, den wir jetzt hatten, war ja unter anderem auch Corona. Ja, man weiß es, die Inflation da draußen, man will sein Geld schützen, man geht in den Kryptomarkt. Gab auch wenn man ein bisschen das Jahr Review macht, war ein verrücktes Jahr. Wir reden über SECs von XRPs, wir reden von Regulierungen in Indien, Mining-Firmen, die komplett einfach von heute auf morgen stillgelegt wurden in China, ja, die sich bereits schon wieder brutal. Dummerweise, ich nenne es nochmal, habe ich schon ein paar Mal im Video gesagt, dummerweise wieder praktisch alle ins gleiche Land rennen. Ja, also ich weiß nicht, wie dumm man sein kann. Ja. Okay, Island hat gesagt, wir lassen keinen weiter mit zu, aber alle rennen nach Amerika. Ist nicht so intelligent, ja, das habe ich mir damals gewünscht, wo das Thema war, ja, dass es nicht mehr so passiert.
ja, okay, eben die Mining-Firmen, die sind auf jeden Fall auch ein Indikator. Ja. Wir haben die Hashrates, die auf einem ganz anderen Niveau sind als damals. Wir haben Institutionelle, die groß investiert sind. Da sehe ich genau, ich hasse, da haben wir auch darüber geredet, hasse diese Vergleiche. Ja, wir sind genau im 2017, diesen Peak. Und jetzt geht das dann so viel nach oben. Nein, das sehe ich genau. Ja. Das ist sowas von dumm, wenn man das behaupten will, weil es einfach mit den allen den externen Beeinflüssen, die wir jetzt gerade haben, es nicht wirklich so umsetzbar ist. Und gleichzeitig sehe ich eben die Chance dran, also Bernmach eher kurz ausfallen wird, weil sobald das Thema Corona mal durch ist, wenn wieder die Leute anfangen zu reisen, ja, man braucht plötzlich auch mehr Öl, ja, dann geht die Inflation mal vorbei und es fängt endlich wieder an, ein bisschen Geld erwirtschaftet zu werden, dann ziehen viele Leute natürlich erstmal ein bisschen Gewinne raus aus dem Kryptomarkt, investiert es clever in Immobilien, in Aktienmarkt natürlich, ja. Aber genau diese Phase ist ja dann auch diese Bärenphase und erst dann gehen wir dann langsam auch wieder zurück, ja, dann fängt der Zyklus wieder von Anfang an und da sehe ich auch, dass wir, also ich sehe den Bärenmarkt nächstes Jahr, ja, ich sehe den, ich habe es vorher gesagt, anhand natürlich eben der aktuellen Wirtschaftslage, anhand von dem Aktienmarkt, der sich extrem zuspitzt, ganz klar. Sehe ich eine Möglichkeit, ja, ich sage bewusst Möglichkeit, dass wir so gegen Mitte, Ende Februar in eine größere Korrektur reinrutschen und der Bärenmarkt dann irgendwann so ab Q2 möglich ist. Ich sage möglich, nicht, dass es dann sein wird, ja, nicht, dass man mich da aufhängt, aber ich gebe ja auch mit Freunden Beratungen, auch im Aktienbereich, und ich habe denen jetzt auch gestern klar gesagt, macht euch bereit für eine Exit-Strategie im Aktienmarkt, damit ihr dann jetzt vielleicht rausgeht, irgendwann clever, nicht alles, ein Teil, und dann unten wieder neu einkauft. Und genau diese Moves, dieses Verschieben von Geld, hat ja Einfluss auf den Zyklus des anderen. Ist ja logisch, Bitcoin moved auch dementsprechend nach dem Aktienmarkt. Und da sehe ich auf jeden Fall dann wieder Potenzial und Möglichkeiten, dass eben dieser Bärenmarkt eine sehr kurze Andauer ist von irgendwie, ich würde jetzt sagen, vielleicht maximal ein halbes Jahr. Das würde ich jetzt so behaupten. Und dann wieder einen schönen Aufschwung gibt. Und dann können wir dann vielleicht mal darüber reden, dass Bitcoin sechsstellig wird. Vielleicht. Das schauen wir dann, wenn es soweit ist. Das schauen wir dann mal, genau. Also, das ist wirklich cool. Ja, Basi, es war ein mega cooler Talk. Ich sehe, wir sind plus minus bei 52 Minuten. Gibt es irgendetwas, wo du jetzt von dir aus sagst, würde ich sehr gerne noch der Community mit auf den Weg geben, bevor wir dann langsam zum Schlusswort kommen? Ja, was soll man jetzt da noch groß sagen oder mitgeben? Also persönlich, ich würde halt wirklich jetzt jedem auch raten, ja, lasst euch durch sowas jetzt nicht unterkriegen. Sowas passiert, ja, die 42.000 hat keiner mitgerechnet, auch Jay, du hast ja auch so maximal so mit 48, ja, gerechnet, habe ich ja auch gesagt, aber dass wir halt auf 42 runterfallen, ja, man kann es jetzt nicht ändern, ja, solche Prognosen oder halt solche Schwankungen gibt es, vor allem im Kryptomarkt, ja, da dürft ihr euch halt jetzt nicht verunsichern lassen, bleibt weiterhin trotzdem dran, ja, schaut auch die Videos, eignet euch das Wissen an, macht eure eigenen Chartanalyse und folgt einfach den Channeln, wo ihr meint, hey, den Leuten vertraue ich, die Leute sind seriös und dann werdet ihr höchstwahrscheinlich dann auch sehr, sehr erfolgreich werden mit eurem eigenen Trading, ja, und deshalb, das kann ich euch nur mitgeben und geht nicht zu hoch und zu overleveraged in Positionen, ja, genau. Kleinen Hebel verwenden, am besten gar keinen, ja, ich sag's immer wieder, das ist einfach der größte Fehler, den man als Anfänger machen kann, irgendwie mit einem 20er Hebel oder 30, 50, was auch immer, ja, nehmt kleine Positionen, arbeitet euch rein, nehmt kleine Positionen, fangt mit $20 an, Step by Step, geht dann weiter nach oben, ja, je nachdem, wie euer Kapital dann ist und lasst euch einfach nicht unterkriegen. Aufbauen kannst du nicht. Richtig,
Ja, das richtig, abbauen wird schwierig. Abbauen wird schwierig im Fluss. Aber eine Sache möchte ich gerne noch ergänzen. Ich habe einen Freund, der ist Profi-Poker, der gehört zu den Top 10 Poker-Spielern auf der Welt. Und da hat eine sehr, sehr wichtige Aussage getroffen. Weil bei einem Profi-Poker darfst du nie sagen, das Glück, hä? Dann wirst du geköpft. Yeah. das ist so, die spielen, die haben eine Strategie, die spielen zehnmal die gleiche Hand. Und von zehnmal verlieren sie einmal. Können auch gegen einen Anfänger verlieren, aber sie werden immer weiter diese Strategie fahren. Das bedeutet, so ist mit Trading genauso. Genau, beim Chartlesen etc., ich meine, dieser Tipp, wo wir jetzt hatten, man kann sagen, es war zwar im Worst Case drin, aber der Ausbruch kam viel zu früh. Da sind wir uns alle einig, das war viel zu früh. Wir waren in einem zugespitzten Falling Wedge, Indikatoren waren, es war alles bullish und dann trotzdem sind wir am unteren Bereich des Rising Wedge schon nach unten ausgebrochen, also das Falling im Rising. Das war schon sehr skrupellos, kann man das so sagen? Ja, das kann man so sagen. Und, skrupellos, ja. Ich bin einfach der Meinung, bleibt treu, wenn ihr das lernt, versucht so viel zu lernen, wie es Basti sagt, in der technischen Analyse, bleibt eurer Analyse treu. Also natürlich muss man sich, wenn was schief geht, schauen, was habe ich falsch gemacht, habe ich falsch eingezeichnet, muss ich korrigieren, aber wenn ihr das Ding mal draus habt, dann bleibt dem treu. Dann geht es halt einmal in die Hose. Man soll ja auch nie das gesamte Asset dafür nehmen. Ja, in einem Trade, das ist sowieso blöd. Eben, wie gesagt, aufbauen kann man. Aber ja, das sind gute Tipps, wirklich gute Tipps. Dann Basti, würde ich sagen, kommen wir langsam zum Schlusswort. Willst du zuerst Tschüss sagen oder soll ich? Tschüss. Nein, Spaß. War gut. Nee, Leute, hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. War ein angenehmer Talk. Ja, vielen lieben Dank. Jay, war echt cool. Wahrscheinlich jetzt dann auch demnächst wahrscheinlich noch mal mehr kommen. Ja, vielleicht machen wir auch mal einen Livestream zusammen oder so. Ja, machen vielleicht noch mal ein paar andere Videos. Ja. Hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Und vielen lieben Dank, Leute, fürs Reinschauen. Ganz, ganz wichtig. Runterscrollen, abonnieren, liken und die Glocke aktivieren und auf alle Stellen. Auf beiden Kanälen, bitte. Auf beiden Kanälen, genau. Auf beiden Kanälen, ja, damit ihr einfach nichts verpasst. Weil das ist jetzt einfach ein essentiell wichtiger Punkt, wo wir uns jetzt im Moment aufhalten, ja, und da dürft ihr jetzt einfach nichts mehr verpassen. Das ist einfach unheimlich wichtig, damit ihr jetzt up to date seid und unsere Videos dauern ja auch nicht lange, die dauern 10 Minuten. Da 10 Minuten kann man durchaus mal am Tag oder okay, bei dir ein bisschen länger, bei mir immer maximal 10 Minuten, aber das kann man durchaus mal am Tag, sagen wir mal, verwenden, um sich hier abzudaten und dann keine Schwierigkeiten zu bekommen und halt keine Verluste einzufahren. Ne? Genau. Perfekt. Das war's von meiner Seite. Perfekt. Ja, dann sage ich auch lieben, lieben Dank fürs Zuschauen, liebe Community. Es war ein mega cooler Talk. Basti, mega sympathisch, mega kompetent. Unbedingt, wie gesagt, geht dahin, abonniert den Kanal. Eine Diversifikation ist wichtig, ja. Auch mir können mal Fehler passieren, da wird es vielleicht dann nicht passieren. Immer abschätzen untereinander, das ist sehr, sehr gut. Wir sind im freundschaftlichen Austausch. Wir werden zukünftig auch einige Videos gemeinsam machen. Da freuen wir uns extrem drauf, euch ein bisschen mehr Content zu liefern. Und ja, ich sage Tschüss aus der Schweiz und bis zum nächsten Video. Tschüss zusammen.